war ein sehr unschönes Treffen. Immerhin lebst du. Wir waren mal Freunde. Ich hab dir so viel beigebracht. Sieh dich an, du bist ein super Hacker. Bist du das in den Nachrichten? Der Rächer? Du erwähntest deinen zweiten Hacker bei Melojo. Aber wir wussten schon, dass es noch einen gab. Du hast also was Neues. Ah, spannend, oder? Komm, triff mich und ich erklär's. Erzähl's mir. Dann treffen wir uns vielleicht. Oh nein. Meine Information, meine Regeln. Außerdem müssen wir das letzte Mal wieder gut machen. Ich bin aufgeregt, Aiden. Komm bald. So, und damit herzlich willkommen zurück bei Watch Dogs. Im Vorab möchte ich mich entschuldigen für Part 4 und Part 9 müsste es sein. Denn da hat unsere liebe Gamer irgendwie wieder rumgeheult. Ich habe nicht dran gedacht, dass die Musik im Auto, dass das so extrem ist, dass das so schlimm ist. Aber ich habe es jetzt normal in der Option ausgestellt, die Game-Lautstärke ein bisschen runter gemacht, dass er mich besser hört. Ich probiere es gerade mal aus wegen der Scheißmusik. Ja, auf jeden Fall fahren wir halt ohne fette Mucke rum, aber ich denke mal, kommt ihr klar. Und hoffe, ihr verzeiht mir für Part 4 und Part 9. Oh shit. Ja. Dann geht's mal weiter. Also es hat mich echt richtig aufgeregt mit der GEMA. Das ist nämlich ein sehr schöner Verein. Und ja, da müssen wir halt, kann man nichts machen, außer die Musik ausmachen. Aber so ist es nun mal. So, wo ist das eigentlich? Hier. Wegpunkt setzen, alles klar. Ey, nein. Eine Frage an euch. Also, ihr wisst jetzt nicht, wann ich das aufgenommen habe, klar. Aber heute ist das Ende der Destiny Beta auf jeden Fall, da könnt ihr euch denken. Da wollte ich mal fragen, wer von euch hat Destiny gezockt und wem gefällt's nicht. Wir haben es auf jeden Fall gezockt und so, also richtig geiles Game. Eigentlich das beste Game, was ich fast gezockt habe. Wenn das rauskommt, kommen auf jeden Fall Let's Play Together mit kein Ende wahrscheinlich, weil das einfach so derartig bockt. Und ja, schreibt in die Comments, was ihr zu dem Spiel hält. Passt zwar jetzt nicht zu Watch Dogs, sorry, aber es war also. Oh, fuck. So, halt durch, Mann. Ich komm schon. Bin heute leider ein bisschen krank, deswegen höre ich mich ein bisschen komisch an, beziehungsweise undeutlich. Aber damit müsst ihr klarkommen, beziehungsweise verzeiht mir das. So, machen wir direkt mal weiter mit der Mission. Ich muss mich beeilen. Damien Stolz ist sein Schwachpunkt. Das spiele ich aus. Er muss sagen, was er weiß. Dann muss er weg. Er ist zu ungesund, zu gefährlich. Okay, jetzt. Ich bin ruhig. Wo bist du? Die Antwort wird dir sicher nicht gefallen. Weißt du was? Vergiss es. Ich brauch sowieso nichts von dir. Du hast mir nur Ärger gemacht. Das Gespräch ist beendet. Oh, zu spät, Aiden. Du wirst nicht glauben, wo ich bin. Aber egal, ich schick dir den Feed. Finde einen Fernseher und sieh selbst. Das ist Nikkis Haus. Was machst du da? Beeil dich, mein Junge. Deine süße Schwester braucht dich. Damien! Okay. Damien, was machst du denn? Sind sie blind?
Ich bräuchte ein Fahrzeug irgendwie. Aber die kann man doch auch anfordern irgendwie. Tut mir leid. Nicht schlimm. Ne, irgendwie nicht. Egal, nehmen wir das. Markieren uns gerade einen Punkt, dass ich schneller hinkomme. Oh mein Gott, der Turnsohn gesagt. Darf man das? Er tut ihm nichts. Ich bring ihn um, wenn er sie anfasst. Das muss er wissen. Nein, er versucht mich hinzutun. Er will mit mir arbeiten. Den Kerl finden, der uns angriff. Scheiß drauf. Ich muss ihn erledigen. Achtet bitte durch, Leute. Ich komme. So, das sind wir. 6 Jahre alt. Tragisch. Wo sind sie? Verschwendung, Altersverschwendung. Weißt du, die echte Tragödie hier ist, dass jemand wie du von so vielen zerbrechlichen Dingen umgeben ist. Das macht dich zerbrechlich. Wo? So funktioniert das nicht. Du solltest rangehen. Ja. Niki, wo bist du? Niki! Denk doch nach. Wenn du Scheiße baust, ist sie tot. So wollte ich das wirklich nicht. Aber jetzt ist es so. Hättest du auf mich gehört, sieht alles anders aus. Sag mir einfach, wo sie sind. Sie sind? Ist nur Niki. Der kleine Junge. Weiß nicht, wo er ist. Ich sag dir, wie es laufen wird. Das führt zu einer Festplatte. Es gab auch einen zweiten Hacker. Das führt zu seinem Computer. Finde ihn. Und du erfährst, wer hinter dem Anschlag steckt. Was willst du wirklich? Du hast kein Recht, Fragen zu stellen. Ich will die Festplatte. Mehr musst du nicht wissen. Das ist der Preis für Niki. Hör auf zu denken, Aiden. Ich will regelmäßige Updates. Dafür darfst du mit Niki sprechen. Quid pro quo, ja? Das geht nicht gut aus für dich. Vielleicht, aber keine Spielchen. Wenn es wirklich sein muss, töte ich das Mädchen. Wir hören uns, Partner. Wo ist Jax? Damien hat ihn nicht. Hoffentlich hat er sein Tablet. Da. Er ist im Zug. Oh, Scheiße. Jemand verfolgt ihn. Da bist du ja. Ich mach mir Sorgen. Diese DedSec-Hacks von dir. Kann ich damit den Zug steuern? Den Zug? Ja, aber... Ich brauche das jetzt. Wie mache ich das? Ist gesperrt. Warte. Ich schick dir was. Ein Zero-Day-Exploit. Die Züge erkennen den Hack nicht. Aber er funktioniert nur einmal. Dann schick's mir. Geschickt. Was passiert, Aiden? Ich hab keine Zeit. Triff mich später im Owl-Motel. Okay? Das schaffe ich niemals. Ich hacke den Zug und bring Jackson so weg von den Typen. Oh, wieso geht das nicht? Okay, Zeit. Die
zum nächsten Stand. Halt. Der Zug, verdammt, scheiße. Okay, schnell zum nächsten Halt. Los, los. Oh Mann. Warte. Was soll ich jetzt Gegner ausschalten? Okay, so geht es schon mal nicht. Achso, jetzt ist der Fokus aus. Der Kerl ist ein bisschen schneller. Brauchen Hilfe! Schnell! Das war jetzt wegen Umgeeier. Mann, ey. Schalte ihn aus! Zu spät. Das Ding rutscht einfach nur. Alter, das ist ein krasser Vogel. Das ging hier ab, ey. Das Auto ist hin, ich bin raus. Oh, falsche Taste. Ich muss die irgendwie ausschalten, glaube ich. Achso. Kamin! Hä, wo muss ich überhaupt hin? Lade ich da noch. Da geht noch. Aber nein, Mann.